Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist mit unseren gefühlt 900 kleinen Goldfischen. Ja, in der letzten Folge war es gleichzeitig etwas verwirrend und sehr lustig, was wir hier gemacht haben. Es hat nur ein bisschen länger gedauert, dieses Aquarium hier einzurichten. Das heißt, das Einrichten an sich eigentlich eher nicht, aber dieses ganze Drumherum. Wir sollen jetzt unserem Vater folgen. Wir lassen einfach mal den ganzen Kram hier so wirr liegen. Können wir hier die Türen öffnen? Er hat auch gespeichert. Oh, wir können unsere toten Fische auch das Klo runterspülen zur Not. Können wir uns sehen? Ah, nein! Ach, kommt, Leute, wir sind in 2024. Jedes Spiel hat eigentlich einen Spiegelbild von einem drin und wir können uns nicht sehen, nur weil wir ein 14-jähriger Junge sind oder was? Da ist das Wohnzimmer, da sollen wir, glaube ich, hin, oder? Nein. Ich weiß nicht, wer dieses Spiel kennt, aber das ist. Ich wette, das ist hundertprozentig genau das Gleiche. Auch mit der Treppe und rechts war das Schlafzimmer. Alter, was geht jetzt ab? Irgendwas ist hier runtergefallen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Tür da hinten auch so war, aber hier, das da oben ist alles gleich. Leute! Wer wirft denn hier immer was auf mich? Das Wohnzimmer ist gleich, hier ist alles gleich, hier ist auch alles gleich. Da ist dann das Wohnzimmer, wollte ich gerade noch gesagt haben. Die Küche ist gleich. Kennt jemand das Spiel Hausparty von euch? Das habe ich privat nämlich auch. Ist ganz lustig gemacht. Und das hat mich daran erinnert. Genau dieser Fernseher. Und also es ist anders eingerichtet hier natürlich, aber es ist genau die gleiche Vorlage. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch die gleichen Leute sind, die das gemacht haben. Nur draußen war eigentlich ein Swimmingpool und hier sowas Überdachtes und so. Das ist ja krass. Oh, Alter, schreck mich doch nicht so. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und alle Fische sind gestorben. Ja, super. Kurz darauf kamen auch noch Algen. Mir geht's nicht gut. Oder hilfst du mir, das wieder in Ordnung zu bringen? Ich hätte gerne Seefische, vorzugsweise Seepferdchen und Paletten-Doktorfische. Noch größere Ansprüche. Hier hast du etwas Geld für die notwendigen Einkäufe. Wenn du mich überraschen kannst, verdienst du heute dein erstes Geld. Nur wenn ich ihn überraschen kann. Ja, super. Seepferdchen und Paletten-Doktorfische. Okay, Seepferdchen und Paletten-Doktorfische. Nimm ein Netz und klicke auf den toten. Der hat die jetzt nicht ernsthaft. Der hat die armen Clownsfische hier noch drin gelassen. Oh, wobei, Moment, der hat gesagt, nimm ein Netz. Haben wir hier irgendwo eins? Weil sonst müsste ich nämlich eins kaufen. Sieht mir aber nicht danach aus, ne? Okay, da muss ich eins kaufen. Netz hier. Das ist Amazon Schnellbestellung. Aber wo kommt das denn, wenn ich das hier unten. Achso, da. Okay. Verwende ein Netz, um den toten Fisch in die Toilette oder in den Mülleimer zu werfen. Oh, ich hab's geahnt. Armer Clowny. Hier ist ein Mülleimer, das geht schneller. In der Toilette verstopft das nur. Tu mal die direkt schon mal in den Mülleimer. Also, ich habe nie gesagt, dass dieses Spiel realistisch ist. Ich kenne niemanden, der seine toten Fische, sofern er denn, ja gut, hin und wieder hat man tatsächlich mal welche, ne? Die können ja vor Altersschwäche auch sterben und so. Ich kenne niemanden, der die jemals in einen Mülleimer reingeworfen hätte. Und schon gar nicht in so einen freien Mülleimer. Das stinkt ja auch unheimlich, davon mal abgesehen. Kann man ja auch zu zweit reinmachen. Ah, steht dann zwar nur einer drin, aber da erspare ich mir auf jeden Fall den Gang hin und her. Die Scheiben sind mit Algen bedeckt. Kaufe und nimm einen Schwamm. Okay. Nein. Und es backt in der Wand. Ist das jetzt euer Ernst? Dann schmeiße ich den lieber auf den Boden. So, ich glaube, da komme ich noch hin. Was sollte ich nochmal einen Schwamm? Warum leuchtest du, wenn man gar keinen Schwamm? Ach, das nennen die Schwamm. Ah, okay. Okay.
Das muss ich ja noch alles mit der Hand machen. Muss ich das dann später auch alles mit der Hand machen, wenn ich hier mein eigenes Imperium aufgebaut habe? Obwohl, ich hoffe, dass ich dann Sklaven einstellen kann, die sich darum kümmern. Dass ich dann nicht mehr alles machen muss. In einem Laden, also außer Dekoration vielleicht noch. Das ist nicht die Seite, die ich angewählt habe, aber die können wir auch direkt schon mal machen. Dann hätten wir die zwei Großen nämlich direkt schon mal frei. Die Mutter sitzt da hinten. Oh, lass den Jungen mal machen. Hauptsache, mein Mann hat die Arbeit nicht. Vater muss sich ausruhen. Vater hat keinen grünen Daumen für Fische. So, wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht schwer, Fische zu halten. Also so ein Aquarium natürlich so in groß und zum Verkauf und so ist was anderes. Aber entferne den schmutzigen Filter aus dem Aquarium. Da muss ich mal über zwei drücken. Und wasche ihn in der Spüle ab. Kann ich das einfach so... Ah ja. Lalalalalala. Ich muss den einfach nur drehen. Keine Ahnung, was ich hier mache. Er wird dadurch auf jeden Fall sauber. wie komme ich jetzt wieder raus? Ach so, ein Rechtsklick. Okay. So. Den müsste ich aber schon mal reinmachen hier, ne? So. Säubere die Heizung und das Thermometer auf die gleiche Art und Weise. Dann säubern wir das Ganze. Wir schütteln es hin und her. Bis der Dreck weg ist. Denn er will nicht mehr. So, das sieht doch schon mal besser aus, Vater hier. Ich weiß nicht, was du da für einen Quatsch gemacht hast, aber ich bring das schon in Ordnung hier. Dein 14 Jahre junger Sohn, der kriegt das besser auf die Reihe als Vater hier in seinem Rentenalter. Da hat er die Brille wahrscheinlich nicht aufgesetzt, hat gedacht, oh, die Fische leben noch, die können noch ein bisschen was vertragen. Er hat nicht gesehen, dass die schon mit dem Rücken nach oben schwimmen. Mit dem Rücken nach oben, genau. Mit dem Bauch nach oben schwimmen. So, kauf und nimm einen Schlauch. Was will ich mit einem Schlauch? Den da. Haben wir noch einen anderen? Nö. Schade, der war so teuer. Achso, nehmen, ja. Zwei stehe ich drauf. Klicke auf das Aquarium, um den Schlauch zu platzieren. Was will ich mit einem Schlauch? Kauf und nimm einen Eimer. Ach so, muss ich das Wasser jetzt ablassen? Wieso sagen die das nicht direkt? Ein Eimer. Wo kriege ich denn einen Eimer her? Da. Jetzt muss ich das alles noch kaufen. Nur weil Vater nicht auf die Reihe kriegt hier, ne? Halte den Eimer und klicke auf den Schlauch, um Wasser... Ach so, okay. Nicht drunter halten, sondern nur auf den Schlauch klicken. Klicke auf die Toilette oder das Waschbecken, um das Wasser auszugießen. Hieß das nicht mal, dass man es nicht im Waschbecken machen darf? Obwohl, naja gut, das ist normales Wasser, oder? Bin mir nicht sicher. Manche Sachen darf man ja auch nicht im Waschbecken machen. Also auskippen. So, du machst das gut. Ja, natürlich. Ich bin geboren dafür, um Wassereimer in der Spüle auszukippen. Das ist meine Lebensaufgabe. Das war immer schon mein Traum. Deswegen kann ich das so gut. Aber wie der den Eimer hält, da müsste doch das Wasser eigentlich rausgehen. Naja gut, es ist natürlich auch ein bisschen vereinfacht. Das darf man ja jetzt nicht zu ernst nehmen. Obwohl es schon lustig aussieht. Also viermal reicht auf jeden Fall, um das Ganze hier zu machen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. So, wenn ich nichts in der Hand habe. Ja, wir müssen erstmal das Zeug loswerden. Dann nehme ich mir gleich das Messer und dann beseitige ich erstmal einen Vater und dann übernehme ich das Imperium. Nein. So, Moment. Einmal erstmal weg. Das machen wir auch weg. Schmeiß weg. Wenn du nichts in der Hand hast, klicke auf den Schlauch, um ihn zu entfernen. Den auch weg. Zack. Verwende die Schaufel und halte die linke Maustaste auf die Erde gedrückt, um sie zu entfernen. Willst du mich veräppeln? Da muss ich ja erstmal wieder hoch. Was ist das? Die Schaufel. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie die hier meinen.
daran. Um die Erde zu entfernen. So, wohin schütte ich die jetzt? Einfach auf den Teppich drauf, oder? Also ich meine, gut, da steht doch ein Eimer, aber... Nimm neue Erde und die Schaufel auf. Ja, Erde habe ich ja eigentlich auch oben, oder? Jetzt kommt wieder dieses komische... Ich komme ja gar nicht mehr hoch. Hallo? Was ist das immer? Knallt hier gleich eine Leiche runter oder was? Alt. Ach so, Moment. Was ist denn das für ein Wasser, was da rein soll? Er will Seepferdchen haben, ne? Moment, schmeiß erstmal alles weg. Zack. Moment, Moment. Er will Seepferdchen haben. Das ist die Schaufel. Ja, die habe ich ja schon. Die sollst du mir nicht anzeigen. Sand. Aber was haben Seepferdchen? Die sind aber noch gar nicht frei. Ja, geil. Und woher soll ich dann wissen, was die brauchen? Wir könnten unten natürlich auch eine ganz andere Farbe reinmachen. Das sieht bestimmt auch ganz schön aus. Nicht dieses helle. Na, ich kaufe die mal. Komm. Wir haben es ja. Vater hat uns Geld gegeben. Achso, wir brauchen auch... Moment. Brauchen auch die Schaufel. Zack. Nimm neue Erde und die Schaufel auf. Habe ich schon. Und jetzt? Drücke 2, um eine Schaufel zu wählen. Ja, da war ich doch gerade drauf. Klicke auf das Aquarium, um mit dem Einfüllen der Erde zu beginnen. Wie viel? Achso, das war das. Ja, genau. Das wird aber jetzt... Ah, nee. In dem Fall... Das ist schön. Mega unrealistisch. Aber schön, dass das natürlich jetzt nicht ganz so lange dauert. Wieso ist der Sack eigentlich fast so groß wie Vater selber? Ist das wirklich meine Mutter da im Hintergrund? Die wirkt so jung. Das könnte eher meine Schwester sein, oder? Was ist denn mit Mutter? Mutter ist im Raumschiff. Von Alien. Beziehungsweise ist das Raumschiff. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Boden zu komplettieren. Zack. Wenn du den Eimer hältst, klick auf die Spüle, um ihn mit Wasser zu füllen. Ich halte aber gerade keinen Eimer. Schmeiß weg. Schmeiß weg. Eimer. So. Um ihn mit Wasser... Die wollen jetzt einfach das normale Wasser da rein tun, oder was? Wird hier nicht verarschen? Hebe den Eimer an, drücke auf das Aquarium. Das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich denn... klicke hier, um Wasser in das Aquarium... Achso. Die machen da jetzt normales Leitungswasser rein? Ich meine, das sind Seepferdchen. Ich habe jetzt keine Ahnung davon, bin ich ganz ehrlich. Aber müssen die nicht Süßwasser oder sowas haben? Hm. Wäre das Süßwasser, Salzwasser und es gab doch 3 verschiedene Arten, oder nicht? Oder bin ich jetzt bei These mit trüben Gewässer? Ich weiß es nicht. Aber Süßwasser und Salzwasser, das gab es auf jeden Fall. Und was ist das? Daraus machen wir jetzt Salzwasser. Einfach Wasser ohne Prise Salz rein, oder wie? Also, das habe ich jetzt echt noch nicht. Haben wir jetzt alle? Kauf und nimm das Meersalz. Ich habe es gerade noch gesagt. Um die Art des Aquariumwassers zu verändern. Okay. Nicht damit. Was zur Hölle ist das? Das soll eine Muschel sein. Ach doch, das ist das Meersalz. Das sah so anders aus. Okay. Hallo? Maus noch da. So. Zack. Bist du sicher, dass du die Wassersorte ändern willst? Denk daran, dass Fische und Pflanzen im falschen Wasser schnell sterben. Ja, hier oben steht doch, ich soll es einfüllen. Wenn du zu Süßwasser wechseln möchtest, lass das Ganze.
Was auch immer das heißen mag. Ja, ich lasse das Ganze. Drücke J, um das Aufgabenpanel zu öffnen. Ah, das sind die Aufgaben. Das schreibe ich mir mal eben auf, weil das stand nämlich nicht drin. Übrigens, ich habe einige Sachen gefunden, wo man was nachgucken kann. Das kann ich euch gleich mal kurz zeigen. Drücke J, um das Aufgabenpanel zu schließen. Platziere Lampen im Aquarium, 2 Stück. Okay, das können wir anlassen, ne? Lampen. Lampen sind hier wahrscheinlich, ja. Das wird teuer, aber Vater wollte es ja so. nein, das soll... Hallo, das soll am hinteren. Da, kann man das da? Doch, kann man dran machen. Aber das ist so komisch mittig jetzt. Nee, ist doch nicht mittig. Okay. Zack. Schalte die Heizung ein. Welcher von beiden war die Heizung? Okay. Schalte den Filter ein. Dass ich da noch nicht dran gedacht habe, ne? Ist schon peinlich. Platziere den Hintergrund. Achso, ja, wir können noch einen Hintergrund machen. Kein Thema. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich den jetzt herkriege. Moment, oder war das Dekoration? Das sieht auch cool aus, eine Schatzkiste. Können wir bei beiden nehmen. Kostet wahnsinnig viel, aber ist mir jetzt scheißegal. Das nehme ich jetzt. das gehört zwar jetzt nicht zum vorgegebenen... Hier war das genau. So, ihr seid ja jetzt was anderes, also kaufe ich euch was anderes. Obwohl, das sieht irgendwie doof aus, oder? Ich bin mir nicht sicher, was ist das? Ja, komm, ich nehme... Nur mal, um zu gucken, wie das da drin wirkt. So. So. Das ist hoffentlich jetzt die hintere Seite. Ja. Es wirkt scheiße. Aber wir haben es jetzt gekauft. Wir lassen es jetzt drin. Oh, wir hätten das vielleicht ein bisschen größer machen sollen. Wieso kann ich das nicht drehen? Och, ich finde das doof, wenn man die Sachen nicht drehen kann. Wieso soll das so blöd an der Seite stehen? Na gut. Sieht jetzt doof aus. Aber gut. Lass ein Palettendoktorfisch. Gutes Deutsch. Palettendoktorfisch. Wo haben wir dich denn? Da. Ich kenne ihn nur unter Doktorfisch. Aber gut. Sollen wir 3 Stück holen? So. Müssen wir alles von hier aus machen, ne? Platsch. Ja, der hat Probleme, das weiß ich. Aber schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Was hat der denn für Probleme? Temperatur wahrscheinlich zu niedrig. Nehme ich mal an. Ich mache mal so auf 20, wenn das denn machen würde. Zack. Besser? Temperatur ist immer noch zu niedrig. Aber Hauptsache, das Ausrufezeichen ist nicht mehr drin. Wahrscheinlich werden unsere Fische jetzt auch sterben, aber wir schmeißen die 3 im wahrsten Sinne des Wortes erstmal einfach rein. So. Lass ein Seepferdchen. Ich liebe diese Sprache. Lass ein Seepferdchen. Also 5 Stück. Zack. Art des Wassers können alle nehmen. Okay. So. Können wir das von vorne da reinknallen? Ja, können wir. Okay, perfekt. Vater, geh mal aus dem Weg. Ich muss Seepferdchen werfen. Ich habe da bald ein Turnier drin und ich muss das noch ein bisschen üben hier. So, plopp. So, sieht doch schön aus. So völlig lieblos ohne alles. Aber leg ein paar... Nee, Moment. Setze ein paar Wasserpflanzen ein. 6 Stück. Müssen wir erstmal gucken. Seetang. Ist das jetzt dieses Wasser? Ist das jetzt Salzwasser? Was haben wir uns denn jetzt? Wir haben Meeressalz geholt, ne? Dann ist das doch Salzwasser, ja. Dann machen wir doch. Das ist auch Salzwasser. Kaufen wir davon 2. Davon 2 und davon 2. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es sieht ganz gut aus. Schmeißen wir die einfach mal da rein. Okay. Gut, die ist kleiner.
Oh, nicht ganz so groß skalieren, bitte. Zack. Dann das. Ne? Ne? Zack. Das machen wir auch nochmal ein bisschen größer. Hallo? Na, so. Und die Dinger kommen ja irgendwie so an die Seite. Hä, mal, die berührt das Glas. So. Zack. Sieht doch schon ganz schön aus. Der Hintergrund ist kacke, aber ansonsten sieht doch schon ganz schön aus. Leg ein paar Korallen in das Aquarium. 9 Stück. Wollt ihr mich denn hier... Muscheln? Muscheln gelten dann nicht unter Korallen. Logischerweise. Sind das jetzt alles Korallen oder... Nee, das ist eine Koralle. Das andere... Ja, gilt das unter Koralle? Eigentlich sind das doch alles Korallen. Achso, hier, Moment. Muscheln, Korallen. Ja, meine ich doch. Das sind doch alles Korallen. Gut, dann nehmen wir hier erstmal... 9 Stück brauchen wir, ne? 1, 2... Ich habe gar nicht geguckt wegen dem Wasser, aber es ist, glaube ich, beides das Gleiche. 3, 4, 5, 6, 7. Das gilt unter Koralle. Ich denke, das ist ein Seestern. Okay, machen wir mal 8. Oh, ich bin gleich pleite. Scheiße. 9. So. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich die Sachen alle noch hinstellen soll. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. So, zack. Und das so ein bisschen dahin. Was bewegt ihr euch denn jetzt hier schon? Ihr seid doch noch gar nicht im Wasser. Zack. Und so ein bisschen, muss ja so ein bisschen, ne, verteilt hier drin sein. Was ich nur nicht verstehe, warum man das nicht drehen kann. Kann ich das hier hinten so reinmachen vielleicht? So, einmal. Zweimal. Die setzen wir hier hinten ran. Und du kommst da rein. Und der kommt so richtig schön hier vorne rein. So, das sieht doch schon mal ganz schick aus so. Schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. 0 von 2 steht hier. Mache einen Screenshot im Bearbeitungsmodus. Das, den habe ich mich jetzt auch rausgefunden. Das ist ziemlich cool. Das werde ich auch gleich machen. Wir müssen erstmal gute Bedingungen machen. Moment, jetzt müssen wir erstmal... Also, die hätten gerne eine höhere Temperatur. Was ist mit den Doktorfischen? Die hätten auch gerne eine höhere... Also, ich nehme an, eine höhere Temperatur. Stellen wir die mal so ein bisschen auf 23 Grad. Geht langsam höher. Bleib doch mal stehen. Hallo, Fisch. Das geht auch langsam höher. Also die haben schon mal... Oh ja. pH-Wert ist noch nicht ganz so dolle, aber... Nee, schaffe gute Bedingungen. Jetzt ist es doch wieder drin. Mist. pH-Wert. Ja, pH-Wert. Macht man das nicht normalerweise mit dem Filter, dass das da... 23 Grad ist auch drin. Vegetation ist okay. Die haben nur die Temperatur ein bisschen. Anzahl der Fische.
Ist denen zu viel oder zu wenig? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. pH-Wert, das haben wir in der letzten Folge vorgelesen und ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Also ich könnte theoretischerweise... Das Blöde ist, dass man... Ja, also ein Grad höher kann ich auf jeden Fall noch stellen. Machen wir 24 Grad. Schaffe gute Bedingungen für Salzwasserfische. Frage ist... So, Temperatur geht. Vegetation sollte vielleicht ein bisschen mehr sein. Für einen Doktorfisch. Seepferdchen hätte gern ein bisschen höher, aber auch ein bisschen mehr Vegetation. Okay. Dann machen wir nochmal einen Grad höher. Wir müssen uns da ja so ein bisschen rantasten. Ist auch schon auf 25 eingestellt. Die Frage ist jetzt nur, was will er jetzt eigentlich von uns? Das ist jetzt die große Frage. Das ist nur für die anderen, dass... Achso, das war die Erde. Da haben wir noch ein bisschen Seetang, da kaufen wir noch zwei von. Setzen wir die auch noch mit da rein. Muss ja auch ein bisschen schön aussehen, ne? So. So. Aber es tut sich immer noch nichts. Vegetation ist im grünen Bereich. Seepferdchen würden es halt gerne etwas wärmer haben. Und der pH-Wert stimmt noch nicht. Ja, was soll ich damit machen? So, mache einen Screenshot. Das können wir allerdings schon mal vorwegnehmen. Wenn wir Escape drücken und dann hier unten auf Kameramodus gehen, dann sehen wir das Ganze, können es aber anscheinend nicht mehr bewegen, ohne alles drumherum. Das heißt, da können wir mit F12 einen Screenshot machen. Das ist bei mir neuerdings immer zeitverzögert. Ich weiß nicht warum. Und dann mit zweimal Escape wieder hier rausgehen. Jetzt habe ich den Screenshot gemacht. Vater, warum guckst du mich hier eigentlich so an? Ich bin hier noch am Arbeiten. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja, ich weiß jetzt nur nicht. Der Filter ist... Ja gut, vielleicht sollten wir noch einen zweiten Filter holen. Das wäre vielleicht ganz gut. Das haben die zwar so nicht erklärt, aber das wäre logisch. Filter, Filter. Das ist für beide. Das ist auch für beide. Ich weiß nur immer noch nicht, wo jetzt der Unterschied ist. Aber ich denke mal, dass das der bessere Filter ist, weil der teurer ist. Egal, wir machen den jetzt einfach mal hier dran. So, aktivieren den auch noch. Hier steht immer noch 0 von 2. Dieses 0 von 2, das macht mich bekloppt. Wie soll ich denn den pH-Wert des Wassers verbessern? Also Temperatur wird langsam besser. Ich brauche einen Doktorfisch. Hallo? Kann mal einer hier frei schwimmen, dass ich ihn mal kurz anklicken kann? Dankeschön. So, höher kann ich das Ganze nie stellen, weil sonst sind die anderen nämlich schon wieder am struggeln hier. Vegetation und so ist ja eigentlich soweit alles okay. Algenfresser. Ach, das ist ein Algenfresser, okay. Und Salzwasser. Aber wie kriege ich den pH-Wert hier hoch? Kann man da irgendwas für holen? Ah, so. Das habe ich am Anfang schon mal gesehen und habe immer gedacht, das wäre Futter oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, pH-Wert ab. Gucken wir mal. Ist noch nicht genug. Ist noch nicht genug. Dann machen wir noch was rein. Ich komme nicht mehr rein. Jetzt. Noch einmal.
So. pH-Wert ist immer noch nicht gut genug für die. Für die auch noch nicht. Oh, wegwerfen wollte ich es aber eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich benutzen. So. Reicht das jetzt schon? Ah, knapp darunter noch. Okay. Mann. Da braucht man aber gar nicht. Ah! Hilfe! Herzlichen Glückwunsch! Du hast dein Aquarium festgestellt. Wieso stand da immer noch 0 von 2? Aber ich... Egal. Bravo, Sohn. Wir können stolz auf ein so schönes Aquarium in unserem Wohnzimmer sein. Zeit für eine Belohnung für die gute Arbeit. Hier ist dein Geld. Ich habe das Gefühl, du wirst bald ein toller Aquarianer sein. 560 haben wir jetzt. Oh, Daddy's Boy habe ich freigeschaltet. Was ist das denn für eine? Hallo. Oh, was für ein schönes Aquarium. Wenn du so talentiert bist, könntest du mir vielleicht mit meinem Aquarium helfen? Meine Katze versucht ständig, meinen Fisch zu essen und die fühlen sich deshalb nicht so gut. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie man Fische glücklich macht. Natürlich bezahle ich dich für deine Hilfe. Wenn du mit dem Aquarium fertig bist, komm zu mir und ich bringe dich zu mir nach Hause. Ui! Okay, wir haben eine Einladung nach Hause bekommen und ein neues Level freigeschaltet. Und die sehen ja cool aus. Diskusfisch haben wir, okay. Die sind schon ein bisschen exotischer, glaube ich. Ein Guppi auch, der ist, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, relativ schwer zu handhaben. Von den Bedingungen her. Also mit anderen halt auch zusammen. Ein Mob haben wir auch, okay. Neue Erde, zwei neue Hintergründe. Schön. Ja, dann würde ich sagen, bevor ich gleich gar keine Stimme mehr habe, dass wir mit diesem Bild erstmal die Folge für heute beenden. Und dass wir uns in der nächsten Folge dann mal anschauen, was wir für das Mädel tun können. Ja, was Katze und Fische unbedingt zusammenhalten muss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.